Anfangen möchte ich mit einer kleinen Einführung, die ein bisschen erklärt, worum es in der Funktionalanalysis überhaupt geht. Fangen wir mit linearen Gleichungssystemen an. Der Körper soll hier immer k gleich r oder k gleich die komplexen Zahlen sein. Und wir betrachten Gleichungen der Form tx gleich b, wo t eine Matrix aus k hoch m kreuz n ist und b ein Vektor aus k hoch m. Wir suchen einen Vektor x aus k hoch n, so dass x diese Gleichung erfüllt. Und diese Vektoren schreiben wir als mit ihren Koordinaten. X ist gegeben durch die Koordinaten x1, x2 bis xn. Aus linearer Algebra wissen Sie, dass diese Gleichung dann lösbar ist, wenn b im Erzeugnis der Spalten von t liegt. Dann gibt es also mindestens eine Lösung und in vielen Fällen, das hängt von den Dimensionen ab, gibt es unter Umständen eine unendliche Anzahl von Lösungen. Das wäre dann eine spezielle Lösung x plus den Kern von t, ein affiner Unterraum von k hoch n. Im nächsten Schritt machen wir eine sehr einfache Verallgemeinerung. Wir nehmen andere Buchstaben und betrachten die Gleichung tu gleich f, wobei e und f jetzt beliebige k-Vektorräume sind. Die können also auch unendlich dimensional sein. Hier hatten wir ja endlich dimensionale Vektorräume k hoch m und k hoch n. Hier sollen jetzt einfach allgemeine Vektorräume stehen. Die rechte Seite f ist ein Element aus diesem Vektorraum f und wir suchen ein Element aus e, was diese Gleichung löst. Das ist die Unbekannte. Diese unendlich dimensionalen Vektorräume e und f sind sehr häufig Vektorräume von Funktionen. Dazu betrachten wir beliebige Mengen m1 und m2 und definieren Räume e als die Menge der Funktionen v auf m1 mit Werten im Körper k und f die Funktionen w von m2 in k. Das sind jetzt ganz natürlicherweise Vektorräume, wenn man die Operationen punktweise definiert. Ich mache das mal im Beispiel von e. Zwei Elemente aus e, v1 und v2, besitzen eine Summe. Diese Summe muss wieder eine Funktion sein und sie wird so definiert, dass man einfach in jedem Punkt x sagt, die Funktion v1 und v2 ist so definiert, dass ich die Werte von v1 in x und von v2 in x addiere. Also ein völlig natürliches Vorgehen und man nennt das punktweise Definition der Operation Addition. Und genau dasselbe machen wir auch für die Multiplikation mit einem Skalar. Die Funktion lambda v, wo lambda ein Element aus k ist, nimmt Werte in x an, indem wir einfach lambda multiplizieren mit dem Wert von v in x. Dasselbe Prinzip, wir machen diese Operation punktweise und erhalten eine neue Funktion lambda v. Auf diese Art und Weise kann man immer ganz natürlicherweise Funktionenmengen mit Werten in einem Körper als Vektorraum auffassen. Gewissermaßen haben wir ja auch im ersten konkreten Beispiel eine Funktion. Dieser Vektor x kann ja aufgefasst werden als eine Abbildung der Zahlen von 1 bis n in den Körper k. Das ist halt, da ist die Grundmenge m1 wäre endlich und würde einfach nur die Indizes 1 bis n enthalten und jedem Index eine Koordinate zuordnen. Also es ist eine sehr einfache Verallgemeinerung dieser linearen Gleichungssysteme mit dem entscheidenden Unterschied, dass diese Räume, die hier entstehen, unendlich dimensional sind, sobald die Mengen m1 und m2 unendlich werden. Und das macht einen sehr großen Unterschied, denn es ist ein qualitativer Sprung von endlich dimensionalen Vektorräumen zu unendlich dimensionalen Vektorräumen. Und das ist genau das Thema dieser Vorlesung der Funktionalanalysis, zu verstehen, was passiert, welche neuen Effekte auftreten, wenn man jetzt in unendlich dimensionalen Vektorräumen arbeitet. Ganz grundsätzlich gibt es da natürlich viel mehr Möglichkeiten, was passieren kann und man versucht dann, diese neuen Phänomene, die da auftreten, zu bändigen, indem man Topologien einführt und mit diesen Topologien arbeitet. Das ist das, was wir im ersten Kapitel machen werden. Ich möchte jetzt nur noch kurz darauf eingehen, warum betrachtet man überhaupt solche Gleichungen zwischen Funktionenräumen? Das ist auch etwas, was sich sehr schnell aus den Naturwissenschaften ergibt. Wenn man
darüber nachdenkt, dass in der Physik und der Biologie und Chemie ja sehr viele Systeme durch zum Beispiel Differential- und Integralgleichungen beschrieben werden, dann kommt man sofort auf solche Gleichungen, wo zum Beispiel das T ein Differentialoperator ist. So ein Operator ist linear und wir können versuchen, hier sind ja die Lösungen, die Punkte sind jetzt Punkte in einem unendlich dimensionalen Raum und in Wirklichkeit sind die Punkte Funktionen. Wir suchen also ganze Funktionen mit so einer Gleichung und diese Operatoren tauchen ganz natürlicherweise auf, die sind die zum Beispiel Differentialoperatoren und ein Modell hat als Lösung eben eine Funktion. Die sucht man in den Naturwissenschaften. Darum die Relevanz dieser neuen Betrachtungsweise, dass man versucht, solche komplizierten Gleichungen auch wieder mit ähnlichen Methoden zu lösen, wie man das schon bei linearen Gleichungssystemen gemacht hat. Und diesen Übergang wollen wir hier genau untersuchen. Es gibt da sehr viele Aspekte. Man kann ein bisschen mit geometrischer Vorstellung arbeiten. In vielerlei Hinsicht funktioniert das, aber in mancherlei Hinsicht muss man da auch vorsichtig sein. Manche Sätze lassen sich eben nicht übertragen. Genau darum wird es in dieser Vorlesung gehen. Vielleicht noch ein Wort dazu, warum wir hier lineare Funktionalanalysis betreiben und wieso beschränken wir uns darauf. Natürlich gibt es auch nicht-lineare Gleichungen in den Naturwissenschaften, die dann ähnlich wie Gleichungssysteme, zum Beispiel algebraische Gleichungssysteme, die Sie schon kennen, mit anderen Methoden gelöst werden. Denken Sie zum Beispiel im Endlichdimensionalen an den Satz über implizite Funktionen. Für eine vorhandene Lösung konnten wir dort zeigen, dass unter bestimmten Zusatzbedingungen in einer kleinen Umgebung genau definierte weitere Lösungen existieren, die man als Graph einer Funktion schreiben kann. Diese Methoden lassen sich auch übertragen ins Unendlichdimensionale unter bestimmten geeigneten Bedingungen. Aber wie im Endlichdimensionalen ist die Voraussetzung, diese Methoden anzuwenden, dass man erstmal den linearen Fall wirklich versteht. Auch im Satz über implizite Funktionen musste ja ein linearer Operator, eine Matrix gebildet werden und gezeigt werden, dass der Rang maximal ist. Also alles wird zurückgespielt auf die Approximation im Kleinen durch den linearen Fall. Man muss zuerst den linearen Fall verstehen, um dann im nächsten Schritt auch nicht-lineare Gleichungen behandeln zu können. Das wäre dann das Thema eines fortgeschrittenen Kurses über nicht-lineare Funktionalanalysis. Wir schauen uns dazu mal ein einfaches physikalisches Beispiel an, und zwar die Ruhelage einer eingespannten Saite. Die Auslenkung dieser Saite in der vertikalen Richtung beschreiben wir als den Graph einer Funktion u auf dem Intervall 0, 1 und die Randpunkte u von 0 und u von 1 haben den Wert 0. Also die Saite hätte die Form, so wie hier in diesem Bild, in 0 und 1 ist sie eingespannt und die jeweilige Höhe ist die Funktion u, die Auslenkung der Saite aus der Lage im Ursprung. Jetzt nehmen wir an, dass für jedes x eine Kraft in der Saite auf dieser Höhe oder auf dieser Breite x angreift. Die Kraft habe ich hier mal rot eingezeichnet. Und wenn die Saite ausgelenkt ist, gibt es auch noch eine Rückstellkraft, das ist die grüne, die aus der Saitenspannung folgt. Die Ruhelage wird jetzt dann eingenommen, wenn diese beiden Kräfte sich genau die Waage halten. Das heißt, wenn diese beiden Werte hier ein positiver und hier ein negativer Wert, addiert 0 ergeben. Jetzt ist es so, dass wir die vertikale Kraft irgendwie als vorgegeben annehmen und in unserem Beispiel werden wir die Gewichtskraft der Saite nehmen. Die zieht natürlich immer nach unten. Der rote Pfeil müsste dann nach unten gehen, hätte ein negatives Vorzeichen. Ja, Pfeile, die nach unten zeigen, haben negatives Vorzeichen. F von x und ist auch konstant auf der ganzen Länge. F von x wäre dann minus c mit einer positiven Konstante c. Die Saitenspannung ist gegeben, das ist eine physikalische Überlegung, die möchte ich jetzt hier nicht nachvollziehen, aber das können Sie in vielen Büchern nachlesen. Die Saitenspannung erzeugt eine Kraft U2'. Das kann man sich hier überlegen zum Beispiel. In diesem Scheitelpunkt ist die zweite Ableitung negativ. Die Saitenspannung
bewirkt also eine negative Kraft, eine Rückstellkraft. In so einem unteren Scheitelpunkt ist die zweite Ableitung positiv, die Rückstellkraft zeigt dann nach oben. Dass das genau stimmt, da muss man ein physikalisches Modell bemühen und das stimmt auch nur in erster Näherung. Also eigentlich stimmt es nur für kleine Auslenkungen. So, wenn wir jetzt diese beiden Kräfte balancieren, das heißt fordern, dass die Summe 0 gibt, heißt es, dass die Rückstellkraft aus der Seitenspannung plus F 0 ergeben muss oder anders ausgedrückt, minus diese Rückstellkraft muss gleich F sein. Das ist unsere Gleichung, die wir lösen wollen, mit den vorgegebenen Randwerten. Die Frage ist jetzt, können wir dieses Problem so formulieren wie am Anfang der Einleitung, also als eine Gleichung mit einem Operator, deren Lösungspunkte diese Funktionen sind. Denn was wir hier stehen haben, das sind ja eigentlich unendlich viele Gleichungen. In jedem Punkt x in 0, 1 soll diese Gleichung gelten. Das sind sogar überabzählbare viele Gleichungen. Und wie ich schon gesagt habe in der Einleitung, man modelliert das, indem man als Lösungspunkte Funktionen nimmt, die von x abhängen. Um jetzt unsere Operatorengleichung in Vektorräumen aufschreiben zu können, müssen wir erstmal überlegen, was sind die richtigen Vektorräume hier. Man trifft in diesem Fall folgende Auswahl. Als Vektorraum E nehmen wir den Raum der zweimal stetig differenzierbaren Funktionen, welche die Randbedingungen erfüllen. Und als Vektorraum F den Raum der stetigen Funktionen. Die lineare Abbildung T ist dann TU gleich minus U2'. Dass diese Abbildung linear ist, sollte klar sein, denn der Differentialoperator, egal welcher Ordnung, ist immer ein linearer Operator. Jetzt zeigt man in der Theorie der Differentialgleichungen, das möchte ich hier nicht ausführen, es geht mir hier nur darum zu zeigen, was sozusagen die Bühne ist, in der diese Sachen funktionieren. Man muss dann zeigen, durch explizites Rechnen und Lösen solcher Gleichungen, in diesem Fall, dass t invertierbar ist. Das ist natürlich nicht immer gegeben. Es gibt auch Differentialgleichungen mit Operatoren, die nicht invertierbar sind. Entweder ist das Bild nicht der ganze Bildraum oder es gibt einen nicht verschwindenden Kern. In diesem Fall ist es so, dass t bijektiv ist und dass man sogar die Inverse relativ explizit hinschreiben kann. Informell könnte man t hoch minus 1 wie eine Matrix mit Einträgen auffassen, deren Indizes durch x und y Werte in 0, 1 gegeben sind, also mit überabzählbar vielen Indizes. Dann würde die Lösung u gleich t hoch minus 1 f geschrieben an der Stelle x als t hoch minus 1 f von x das Integral von 0 bis 1 eine Funktion g von x und y mal f von y dy. Wenn man sich nochmal das Analogon im Endlichdimensionalen vor Augen hält, die Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor an einem Index ausgewertet, ist ja immer eine Summe über diese Matrix-Elemente, wo dann mit den Vektorelementen multipliziert wird und dann summiert über die y. Hier ist es jetzt so, dass wir eine überabzählbare Unendlichkeit von y haben und die Summierung geht dann über in ein Integral. Das ist ein Sprung, den man sehr häufig hat, dass man vom Diskreten ins Kontinuierliche geht und Summen in Integrale übergehen. Also diese Inverse kann man schreiben als sogenannten Integraloperator mit dem Kern. Man nennt diese Funktion, mit der hier multipliziert wird, einen Kern. Der hat hier noch den speziellen Namen Green-Funktion. Und man kann die Form sogar explizit angeben. G von x und y ist gleich 1 minus yx für x kleiner gleich y und 1 minus xy für x größer als y. Sie mögen sich vielleicht fragen, wie man zu der Wahl dieser Vektorräume kommt. Das ist aber ziemlich natürlich. Denn was diese Gleichung beinhaltet, ist ja die zweite Ableitung von U. Das muss dieser Operator sein. Und ein naheliegender Raum von Funktionen, für die eine zweite Ableitung existieren, sind die zweimal stetig differenzierbaren Funktionen.
Und hier ist es so, dass sich zeigt, dass man eben die Randbedingungen mit einbringen kann, indem man diesen Raum noch beschränkt auf die richtigen Randbedingungen. Es ist keineswegs die einzige Wahl, die man treffen kann. Man sieht in der Theorie der Funktionenräume und in der Lebesgue-Theorie, dass man auch andere Räume mit Funktionen, die in einer gewissen Hinsicht eine zweite Ableitung besitzen, definieren kann, die dann aber nicht mehr unbedingt stetig sind. Diese Tatsachen, die können Sie lernen in einer Vorlesung zum Beispiel über partielle Differentialgleichungen, wo Sobolev-Räume eingeführt werden. Wenn der Operator T angewendet wird auf so eine zweimal stetig differenzierbare Funktion, dann ist das Bild eine stetige Funktion. Darum ist es naheliegend, als Bildraum den Raum der stetigen Funktionen zu nehmen. Kleiner dürfte er nicht sein bei dieser Wahl, denn solche Funktionen, die nur zweimal stetig differenzierbar sind, haben in der Regel nur stetige zweite Ableitungen, die sind nicht regulärer in der Regel. Zu diesem Thema passt die erste Frage, die man sich jetzt da zum Beispiel stellen kann. Was passiert, wenn die vertikalen Kräfte F, die hier wirken, nicht stetig sind? Dann steht ja auf der linken Seite minus U2', auf der rechten steht F, aber U2' gleich F bedeutet, dass auch U2' nicht unbedingt mehr stetig ist. Was für Funktionenräume wählt man dann? Und da kommt dann zum Tragen, was ich gerade sagte, dass man Räume wählen kann, unstetiger Funktionen, in denen trotzdem in gewissem Sinne Differenzierbarkeit erklärt ist. Von der Form her möchte man auch allgemeinere Probleme betrachten, zum Beispiel das allgemeine Problem von Sturm-Liouville minus PU' insgesamt abgeleitet noch plus QU gleich F. Sie sehen schon, das ist eine allgemeinere Form der Gleichung von eben. In der Gleichung von eben war Q 0 und P einfach konstant 1. Diese Gleichungen treten in ähnlichen physikalischen Problemen auf und werden in dieser Form behandelt, weil man eine befriedigende Theorie für diese Allgemeinheit gefunden hat. Die Voraussetzungen, die man hier stellt, in der Regel sind, dass P stetig differenzierbar ist und Q stetig. Man interessiert sich zum Beispiel in diesen Problemen dafür, ob Eigenfunktionen existieren. Das sind Funktionen U in E und Eigenwerte Lambda, so dass TU gleich Lambda U ist. Formal genauso wie im Endlichdimensionalen. Also T ist hier die linke Seite. Die Frage ist, gibt es solche U und Lambda, dass die linke Seite gleich Lambda U ist? Das spielt eine Rolle, um die Struktur dieses Differentialoperators gut verstehen zu können, die Existenz dieser Eigenfunktionen und Eigenwerte zu kennen. Außerdem interessiert man sich natürlich noch allgemeiner dafür, wie kann man solche Probleme behandeln, die in höheren Dimensionen gestellt sind. Hier haben wir eine eindimensionale Abhängigkeit von der Zeit oder auf einer Linie. In höheren Dimensionen wäre zum Beispiel unsere erste Gleichung analog dazu, dass man eine eingespannte Membran in einem vertikalen Kraftfeld betrachtet und dort den Gleichgewichtszustand finden möchte.